Verdammt, ich habe schon wieder beim letzten Part, hallo, habe ich schon wieder zu lange aufgenommen. Ja, das war wieder typisch. Erst achtet man die ganze Zeit drauf und dann, wenn man mal nicht mehr so ganz drauf achtet, dann schwupp, ist man wieder über der Zeit. Und die 15 Minuten nerven. Ne? Schön, dass die nicht auf mich zuschwanken immer. Die riechen mich, glaube ich, ja? Schon so lange nicht mehr gebadet und geduscht. Warte mal, da ist ein Survivor. Ja, den Rotor, toll. Ich habe keinen Platz frei, also ich brauche ihn auch nicht, weil ich habe keinen Helikopter. Dann immer die Angst, dass mich die irgendwie entdecken. Also ich weiß, es ist bescheuert, als würde man selber da drin irgendwie drin stecken und die könnten einen beim Reden hören. Den Reifen würde ich jetzt gern mitnehmen, aber ich glaube, ich bin voll. Klar, lascht nur in meine Richtung. Kein Problem. Ich hab Ammo. Also, kommt rein. Kommt rein. Wundert mich ja nur, dass die das. Dass die hier immer die Türen da so leise gehen. Also. Immer wenn ich versuche irgendwo entlang zu schleichen und dann versuche durch irgendeine Tür zu gehen, dann entweder quietscht das Scharnier, aber aufs Übelste, dann ist das so ein richtiges Iiik, ne? Oder aber die zweite Variante ist, dass dann an der Tür, also wenn es irgendeine Holzvariante oder sowas in der Richtung ist, dann fängt auf einmal das Holz an zu arbeiten. Das ist richtig so ein Knarzen.
Ne? Wow. Also ja, nachts klappt es mit dem Durcheinanderschleichen doch ein bisschen besser, glaube ich. Wobei ich jetzt definitiv sagen muss, also meine Hände sind schon sehr verschwitzt jetzt gerade, also. Hier 1000 Zombie-Geräusche. Liebsten würde ich jetzt ein Messer in die Hand nehmen und dann zack, zack, zack und einen nach dem anderen. Schön lautlos. Ja. Aber wisst ihr selber, das Jagdmesser, das man da drin hat, das ist zum Tiere ausweiten. Ja. Also nicht, um sich selbst zu verteidigen, wenn man total in Schwierigkeiten ist. Nein, das bleibt schön drin. Und lieber verreckt man, Hauptsache man kann später irgendwann ein Tier ausweiden. Ja, puh. Ich bin draußen, ne? Jetzt mal schauen. Die Anzahl der Zombies allein total müsste jetzt eigentlich dann weniger werden. Jupp, geht schon los. Dann erstmal Zeit für einen schönen Schluck Kaffee. Ja, mal Action ohne Action gehabt. Schön durchgeschlichen. Macht wirklich Spaß. Also das ist echt schön. Ja, bis auf das, dass wenn man sich dann zu arg bewegt, dann hat der Rechner wieder sehr viel zu tun beim Berechnen von allen möglichen Details und Weite, die ganzen, also jeglicher Baum und neue Dinge, egal wenn man halt dann nur so runterritt, dann muss alles neu berechnet werden, die ganzen Grashalme und so weiter. Ich weiß nicht, was die da anders machen als jetzt meinetwegen in Guild Wars oder World of Warcraft oder so, aber komischerweise bei den Games funktioniert es meines Erachtens besser, dass die Bodendetails und alles berechnet werden. Okay, ich weiß, es kommen jetzt mit Sicherheit einige Leute daher, die sagen werden, World of Warcraft, Kindergrafik und sieht doch scheiße aus und da ist auch überhaupt keine Grafikdetail. Leute, ladet euch das Programm kostenlos runter, die Testversion, und das ist ja 15 Tage Trial.
14 Tage Trial, Entschuldigung. Kann man also sich wunderbar anschauen und dann zoomt mal möglichst nah an euren Charakter und andere Sachen ran. Ja, es ist ganz klar gewollt, muss ich sagen. Comic-Grafik, also kindgerecht, muss man schon fast sagen, auch wenn es erst ab 12 ist. Aber trotzdem hat dieses Game ja, ziemliche Details. Also man muss schon sagen, und das ist auch nicht mehr so, wie es ganz am Anfang war. Also die haben schon noch einen Scheitel nachgelegt. Die haben ja auch monatliche Grundgebühr dafür, dass das Ganze dann am Laufen gehalten wird, dass das Ganze eben, dass man es eben auch spielen kann, dass also auch Hacker rausgenommen werden, dass also auch Items wiederhergestellt werden können und. Also die nehmen sich da wirklich Zeit und Mühe und ist wirklich auch, ja, es steckt schon auch Arbeit dahinter. Also es ist nicht so, dass die nur abzocken und dann das war's dann. Wobei in letzter Zeit habe ich doch den Eindruck, dass sie also, ja, es wächst sich ein bisschen aus. Also es wird mehr, dass die bei jedem Auktionshaus-Trading was verlangen wollen und dass die auch noch extra Geld wollen, dass sie also jetzt das neue Add-on noch teurer anbieten wieder als die vorherigen Add-ons. Also wenn man längere Jahre jetzt da schon dabei ist, dann kommt man sich schon langsam ein bisschen verarscht vor. Vor allem für das, was sie auch anbieten. Also muss jeder selber wissen, ob er das spielen will. Ich spiele jetzt persönlich lieber DayZ momentan. Da hat man ja nur die Grundkosten, dass man im Endeffekt sich das Spiel hier kauft. Das ist das Arma OA. Operation Arrowhead. Das sieht mir nicht so aus, als ob da arg viele Gebäude wären. Deshalb darauf will ich eigentlich gar nicht auch. Und wieder in der Ecke. Wieder diese tolle Map. Jetzt mal wieder Ironie und Sarkasmus off. Also, siebenundzwanzig, da irgendwo muss ich sein. Also muss ich schräg runter eigentlich. Gut, bisschen in der Richtung halt. Aber ziemlich schräg runter. Ja. Dann ist der Part auch schon fast wieder vorbei. Passiert nicht wirklich mehr was, außer dass ich entlang latsch. Ja. Was habt ihr denn noch so, was ihr gerne mal sehen mögen würdet? Ich meine, die meisten Let's Player oder Let's Plays zeigen eigentlich schon jeden Ort, der irgendwo vorhanden ist. Von Devil's Castle bis also Teufelsschloss oder Devil's Castle bis hin zu Northwest Airfield, was also sehr häufig drin ist, ist auch einer der absolut unsichersten Punkte. Bei Balotta bin ich ja in einem der letzten Leben gestartet, dem wo ich gestorben bin.